Ich sehe plötzlich so ein Video mit Galazaptos in meiner Abo-Box und dachte mir, Moment mal. Jo, das kann man ja im Dschungelcup verwenden. Das habe ich in der Season, in einem Video, gefangen. Na und? Das Video war von Tau Tactical, er spielt es hier mit Nahkampf. Machen wir auch. Denn das soll wohl auch eine relativ gute Mundtier-Antwort sein, genau mit dem Team. Suelord, ich hoffe, ich ändere die Attacken mit Lehmschuss, Steinkante, Erdbeben. Ich weiß nicht, ob ich dieses Moveset jemals schon gespielt habe. Na und vorne ein Schlurp, welches vermutlich wegen Schlecker hammerhart gegen Mundtier verliert. Ja, darauf habe ich echt Bock. So, und es hört nicht auf. Stellt euch dieses eine Groudon-Video vor. Wir haben nur diese Pokémon vorne. Und ja, eine Galazaptos dürfte... Wartet mal. Ich glaube, das war kein Kraftkoloss, oder? Ich meine, ich habe ein bisschen mehr als einen Body Slam gemacht, aber... Okay, sehr gut. Na so. Sehr, sehr gut. Ich meine, vielleicht, weil danach sowieso noch eine Drachenklaue genügen würde. Na, oder wir können einfach... Wir können nun runterschlecken. Aber garantiert. Ideal. Bitte hol Mundtier rein, dann lasse ich mich runterfarmen. Nein. Das ist kein Mundtier, sondern... Da wäre ich... Okay, da wären meine Konter effektiv, aber die Eisattacken auch. Ich glaube... Ich lasse mich hier nicht runterfarmen, ich muss hier raus. Stimmt, ich bin auch doppelt schwach gegen Eis hinten drin. Ah, das ist... Ja. Na, schauen wir mal. Ich glaube, Suelord kann ein bisschen was aushalten. Stimmt. Und vielleicht spielen nun mehr Leute Eis, weil sie das genauso erlebt haben wie ich. Vor... Na, keine Ahnung, wann das war. Vor ein paar Tagen, wo Altaria in jedem Team mindestens einmal vertreten war. Hey, Meteorologe? Hat das schon immer hier diesen Effekt gehabt? Was war denn das? Wie ein Wassertropfen? Oder ich habe nicht so genau drauf geachtet. Ach, schade. Dass er hier schildert und nun noch farmt. Und wenn ich ihn... Oh, komm schon! In Schlurp reingehe, kann er auch wieder farmen. Ich hätte in Zapdos reingehen müssen, dass ich Druck aufbaue. Wie viel macht so ein Konter? Okay, die Konter drücken gut, aber die Pulverschnee leider auch. Ich hoffe, er schafft nur eine. Das würde mich wirklich freuen hier dementsprechend. Aber mit Antikkraft... Oder was habe ich mir denn da gerade eingebildet? Nun habe ich es nicht gesehen. Na, keine Ahnung. Okay. Okay. Das sind auf jeden Fall alles effektive Sofortattacken, die sehr wehtun. Nahkampf und danach nochmal Nahkampf. Hätte ich ködern können mit Antikkraft, aber keine Ahnung. Ob das irgendwas geändert hätte... So, komm schon. Boah, das hat noch nicht besiegt. Aber Schlurp schlägt hier hoffentlich runter. Wartet, ich glaube, er hat noch nicht genügend Energie für zwei Surfer, oder? Oh, vor allem das nicht. Vor allem das nicht. Sehr schön. Wieder ein bisschen Schlecker-Action hergeschenkt. Ja, das war hier direkt stabil. Okay, ich hatte einen Schildvorteil, aber da haben wir mit Zapdos schon mal was machen können. Das könnte ich auch im Fangcup verwenden. Dieses Pokémon ist nicht wirklich stark vermutlich, aber aus Spaß an der Freude. Ja, auf der anderen Seite Munti. Ich meine, Munti hat, klar, Steinhagel neutral, Body Slam sowieso auch neutral. Die Leute haben wirklich ein bisschen so die Eisschwäche bemerkt. Also, ich bin gegen Munti hier vorne schwach. Und die Eis-Pokémon, da würde ich auch gerne mit Schlurp dagegen kämpfen. Das wäre gut. Was heißt die Eis-Pokémon? Es gibt nicht wirklich die Eis-Pokémon. Energieball kam hier sogar reingeflattert. Die stärkere Attacke. Sowas hätte man schon schilden können. Aber seit Rexblizer Eissturm hat, weiß man da nie so genau. Aber ich glaube, ich sollte die Attacke noch vor deinem zweiten... einen Energieball haben. So, mal schauen, ob du schildest. Da kommt ein Schild und dann vermutlich die schwache Attacke. Dann werde ich mit Zapdos einmal schilden und runterfarmen. Boah, bitte Eissturm, oder? Eissturm verursacht ja noch weniger Schaden. Eissturm, den ich überlebe und dann erreiche ich noch einen Body Slam.
Ich frage erneut, wo bekommt man dieses Niantic-Internet? Ich weiß es nicht. Dann hätte ich die Attacke noch rausbekommen. Gut, ich suche noch. Wir werden noch suchen. Irgendwann finde ich es eventuell. Okay. Und ich habe Feuer frei für Nahkampf. Na, oder auch nicht. So. Denkt ihr, ich kann die Elektroattacke abfangen? Wann wird er drücken? Direkt? Oder macht er noch eine Sofortattacke? Komm. Na, schade. Schade, schade, Schokolade. Toxic Quark Erdbeben frei. Feuer frei für Erdbeben. Aber so richtig. Nun geht in Deckung. Macht euch bereit. Denn es ist soweit. Yo. Ideal. Boah, ich habe drüben nur Antikkraft. Leider dann werde ich Toxic Quark nicht los. Ich lasse mal eine durch. Da kommt sowieso noch eine vor mir. Und wird er genau im Gleichstand mit mir drücken? Nein. Aber nun habe ich keine Ahnung von Energie. Ich könnte mir bestimmt noch ordentlich Bonusenergie holen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich drücke direkt. Ich drücke direkt, weil die Konter verursachen keinen Schaden. Da hätte ich echt noch viel machen können. Mit der Energie. Er muss sich nur Schlammbombe aufheben. Und dann Donnerblitz gegen Dingenskirchen rein. Na, und Abfahrt. Oder ich überlebe einen. Na, werde ich eine Ladeattacke drüben überleben. Das wird nun spannend. Genauso spannend wie wieso sich meine Stimme auf einmal verabschiedet. Keine Ahnung, nach dem Kampf muss ich mal einen kleinen Tee trinken. So, Ladungsstoß. Eieiei, schade. Wow. Galazaptus, du warst hier, da hat's mir die Stimme verschlagen. Du warst hier richtig stark hier gerade. Gestern habe ich mir auch endlich wieder die PvP-Belohnungen abgeholt, den Sternenstaub, deshalb flattert hier immer rein. 10 Feldforschungs-Updates oder so, auf einmal abgeschlossen. Nicht vergessen, immer schön die Seiten abholen. Okay, das Spiel riecht gerade, dass ich relativ schwach gegen Eis bin. Aber die Leute haben das mittlerweile mit Altaria echt bemerkt. Gefällt mir, immerhin. Immerhin, weil das war schon sehr wild, wie die einfach so rumgelaufen sind. Die gehen alle immer auf Energieball. Nein! Nein, da hätte ich keine Energie mehr ausgeben wollen. Dann haben wir nun riesige Probleme. Energie kann ich mir leider nicht zurückholen. Auf keinen Fall. Na, mal schauen. Eventuell kann ich ohne Schilden hier komplett runterfarmen. Ja, kann ich. Kann ich garantiert. Und das hilft schon mal weiter. Und die Antikkraft dann in Rex Blizzard. Muss ich mich nicht mal abschwächen. Das geht in Ordnung. Da stand nicht sehr effektiv dran, aber eigentlich sollte das neutral gewesen sein. Keine Ahnung. Wer braucht das schon? Wie viele Wochen oder Monate ist es schon vorbei nun? Keine Ahnung. Kein wichtiger Fehler, definitiv nicht. So, Landturn hat keine Sofortattacken gegen mich. Aber leider Surfer. Oh, ich hätte warten müssen, weil ich bin ja im Rückstand. Ich hätte eventuell den Timer runterticken lassen sollen. Aber ich habe auch die Steinkante gegen Rex Blizzard. Und gegen Landhorn hätte ich Blattgeißel. Also, das war auch nicht sehr effektiv, natürlich. So. Genau. Na und dann lade ich mal den Ballermann und baller dann auf alle Mann mit der Steinkante. Buja. Und nun runterschlecken. Nein, da kommt leider noch eine Attacke, aber egal. Die schilde ich nicht. Mal schauen, ob Eissturm oder Meteorologe. Aber irgendwas sagt mir, ich sollte nicht schilden. Meteorologe, okay. Dann bekommt Lanto noch ein kleines bisschen Farm, aber ich sollte Blattgeißel erreichen. Und durch die Konter von Zapdos ist es schon Ladeattackenreichweite mit noch ein paar Sofortattacken. Dann muss ich das erreichen und ein Erdbeben. Okay. Ah, das ist doch noch nicht Sofortattackenreichweite gewesen, oder? Aber geht in Ordnung. Landturn sind nun am Start. Aber Zapdos war bisher definitiv nicht so wirklich schlecht, finde ich. Hat hier ein Schild gegen Landturn bekommen. Er konnte Mundtier tatsächlich komplett runterfarmen. Ich meine, ein nicht sehr effektiver Steinhagel gegen Flugkampf. Wisst ihr ja, Typeffektivitäten nicht so effektiv. Hat mich in den roten Bereich befördert. Aber wir mussten nicht
Schilden, ich hab ja, stimmt, er hat ja abgefangen. Wie wäre das ohne Abfangen? Kann ich da dennoch runterfarmen und den Kampf mit noch mehr Energie verlassen? Das wäre natürlich noch heftiger. Schlurp gegen Morlord. Wie bin ich dagegen aufgestellt? Ja, bleibe ich, glaube ich, auch drin. Also, bleibe ich drin, ja. Aber wir dürfen nur kein Eis-Pokémon hinten drin haben. Das ist so die Sache. Also, wir sind hier kein typisches ABB-Team, aber doch irgendwie. Obwohl, gegen Eis haben wir immer Gesteinattacken. Von daher, na, geht das vielleicht in Ordnung. Wenn wir gegen eisige Steinattacken haben. Und das muss definitiv geschildert werden. Und eine Steinkante bei Suelord abfangen. Das wäre natürlich köstlich schmöchtlich. Das muss definitiv geschildert werden. Ich glaube, ich gehe relativ... Ich lasse mich hier nicht. Genau, Geisterattacken und so weiter. Das machen wir hier nicht. Und... Okay. Auf jeden Fall will ich nicht mit Zapdos gegen ein Flug-Pokémon kämpfen, weil die Sofortattacken da schon wehtun. Noch ein Landturn. Heute komplett andere Geschmacksrichtung. Noch ein Landturn. Ich denke mal, wenn der gegen Sazenia vorne kämpft, geht er in Landturn Safe Switch. Okay, ich höre schon auf. Ich höre schon auf, aber Morlord mit Landturn ist schon genial. Genial. Oder er geht in Noctu und dann das Sazenia vorne. Was mache ich gegen Flug? Ach, ich hole meinen Hardcore dagegen rein. So, dann nach Gefühl drücken wir hier mal irgendwann. Ich befürchte, ich muss mit Zapdos gegen Noctu kämpfen. Also garantiert. Und er hat noch beide Schilde. Und ich habe null Sofortattackendruck. Heieieieiei. Wo gehe ich rein? Also ich bleibe hier nicht mehr drin. Okay. Okay, keine Ahnung, ob das eventuell hilft oder nicht, weil die Konter sind gegen dieses besondere Flug-Pokémon immerhin neutral, wegen Typ Normal, und das finde ich genial. Und ich glaube, ich vertraue dann einfach auf den Sofortattackenschaden von Galazapdos. Wir machen das. Na, so machen wir das irgendwie. Ah, nur das habe ich irgendwie befürchtet. Nein! Okay, Glück gehabt. Na, Glück gehabt. Schlurp hatte gerade sowieso irgendwie technische Gebrechen. Ich glaube, nun sollten wir gewonnen haben. Wenn er diese Energie nicht mehr ausgegeben hätte, dann weiß ich nicht recht, was da noch passiert wäre. Ja, konnte so eine starke Attacke. Sehr schön. Bitte gib Energie aus. Dankeschön. Schenk noch ein paar Sofortattacken her. Das freut mich immer sehr. Na und dann bekomme ich gerade wirklich Bock auf nochmal ein paar Stunden Abenteuerrauch. Sage ich ehrlich. Vielleicht noch für einen anderen Galarvogel. Nein, ich glaube, Galazapdos ist wirklich schon der beste von den dreien. Für nicht nur den Dschungelcup, sondern für die Superliga im Allgemeinen eher spaßmäßig. Also wie auch für die Hyperliga. Da hatte ich auch schon lustige Kämpfe. Jo. Aber da hätte ich wirklich Bock. Aber windig haben wir aktuell nicht. Mosquito! Hilfe? Mosquito? Spannend! Das finde ich wirklich spannend. So, schön timen. Interessant, aber wartet mal. Da bin ich... Da habe ich die Konter, die keinen Schaden verursachen. Antikkraft immerhin neutral. Aber... Boah, er gönnt mir die auch noch. Das finde ich wild, dass er mir die auch noch gönnt. Wie verfahren wir gegen Mosquito? Kann mir das jemand sagen? Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht einfach mit Schlurp und die Konter runterschlucken. Ich glaube, ich erreiche noch eine, wenn er nicht ausgibt. Okay, er gibt aber aus. Switch könnte ich mir holen, aber ich habe keinen Sturzflug. Aber ich glaube, ich mache es. Ich glaube, ich mache es. Boah, aber dann wird Mosquito schön runterfarmen, oder? Bitte eine Schan, komm noch an. Ja, sehr gut. Sehr gut, dass dieses eine schon noch ankam. Stellt euch vor, ich hätte Sturzflug. Da wäre Mosquito aber direkt dreifach... Wow! Dreifach weg. Flügelschlag leider effektiv. Aber ich würde schon gern mit Antikkraft.
Boah, Flügelschlag drückt gut, aber meine Konter auch. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Ich hoffe nur, er fängt nicht bei Mosquito ab. Drachenklaue, okay. Was? Nein, ich hätte drücken... Aber ich hätte vermutlich sowieso den Gleichstand verloren. Ich glaube, ich habe nicht gedrückt. Dann wird er nun abfangen. Ich gehe direkt raus. Ja. Eieiei. Das habe ich verspielt. Das habe ich wirklich komplett verspielt, leider. Da hätte ich bei Fiaro nicht chillen sollen. Überhaupt nicht, okay. Wieder kein Niantic-Internet, wollte mir noch einen Schlecker extra gönnen. Wer braucht schon Niantic-Internet? Ich nicht. Aber ab und an hat man's und ab und an nicht. Nur ich hab's nie. Gut. Alola Knogga. Mosquito war nervig. Wir brauchen ja die Mundtier. Die kann man schön mit Galazapdos vernaschen, aber nicht so ein Mosquito, wo die Konter nicht sehr effektiv sind. Das wollen wir mal überhaupt nicht haben. Und klar, ich glaube, Mosquito hätte je nachdem auch keine Neutralattacke. Oder hat Mosquito auch eine Flugattacke? Kann das auch eine Flugattacke erlernen? Bin ich mir gerade unsicher. Nee, vermutlich nicht. Da hat man eher so Anfallen und Kraftkoloss. Käfer und Kampf. Und das wäre kein Problem für uns. Na gut. Ein Mundtier. Nicht gut. Aber wir kämpfen für den Switch und haben dann die harte Bestrafung dagegen. Aber er bleibt hier noch drin, denn er will abfangen. Er möchte abfangen oder er möchte den heftigen Konterschaden hier genießen. Irgendwie ist Suelo doch stark, oder? What? Wer? Wieso? Wie, wer und wieso? Wieso Dampfwalze? Hallo? Sind hier nicht viele Flug-Pokémon? Was soll denn das? Was soll denn das? Das bin ich ja mal ungeschmeidig. Und dieses Satzenia ist nicht Krypt, oder habe ich unter meinem Video einen lustigen Kommentar gelesen? Ich weiß nicht, ob ich den noch nun nachbilden kann. Wieso kann er noch farmen? Satzenia in Normal ist wie Bier ohne Alkohol. Schmeckt ähnlich, aber fühlt sich irgendwie falsch an. Oder so. Okay, Säurespeier, der war ganz wichtig. Der war ganz wichtig. Richtig wichtig. Und nun wird Galazapdos aufräumen. Vermute und hoffe ich mal. Oh, das besiegt noch nicht. Komm, schaff nicht noch eine. Komm, schaff nicht noch eine. Okay. Nun werden wir aufbäumen oder räumen. Noch ein Landturn hinten drehen. Könnt ihr damit aufhören? Hä? Wo sind die Altarier? Nicht, dass ich dagegen ultra stark wäre, aber ich verstehe die Welt nicht mehr. Ändert ihr die Teams so oft wie Unterhosen? Ich meine, ich mache das nur, weil ich so hier ein bisschen YouTube-Action schmeckt, aber doch nicht auf normal angelehnt. Eieieiei, das war ja mal richtig ärgerlich. Aber komplett. Das schiebt ja mal anders. Hätte ich vielleicht darauf hoffen... Nein, wir haben ja vorhin gesehen. Nahkampf besiegt nicht. Nein, Nahkampf hat nicht besiegt. Folglich wäre ich auf Nahkampf gegangen, hätten die Sofortattacken schon noch mehr Schaden verursacht. Aber echt wild. Ich glaube, ich habe sogar alle Altaria reingeschnitten. So. Nicht alle, aber so in ein paar Sekunden. Ne, Groudon Altaria. Groudon Shiny Altaria. Groudon Dragora. Groudon Altaria. Und heute? Landturen immer hinten drin. Mantax. Boah, auch wieder Flugattacken gegen Zapdos. Ah, da war ich ein bisschen langsam. Wird es klappen? Wird das klappen oder nicht? Ich hoffe, er geht auf Steinhagel, weil er auch denkt, irgendwie Steinhagel ist effektiv. Nein, ich glaube, dann kann ich nicht runterfarmen. Nein, kann ich nicht. Soll ich ausgeben? Echt ärgerlich. Echt, echt ärgerlich, dass er das hier machen konnte. Aber ich habe effektive Antikkraft gegen Dingenskirchen. Und vielleicht kann... Oh, wenn ich nicht noch eine erreiche, dann wäre das ja richtig ärgerlich. Dann hätte ich auf jeden Fall Energie ausgeben sollen. Komm schon, eine erreichen wir hier noch. Yo, das war knapp.
Das war wirklich knapp. Dann bekommen wir immerhin entweder den Schild oder das komplette Mantax ist einfach nur weg. Und, was wird das sein? Oh, oder doch nicht das komplette Mantax ist einfach nur weg, sondern er denkt sich so, da überleben wir noch. Ah, das war ganz schlecht getimt, aber was passiert denn hier wieder? Wo? Was passiert hier? Einser-Moves darf man echt nicht spielen. Die schieben ja anders heftig. Die schieben ja aber komplett anders heftig. Hier so ein Iro-Keks. Ich befürchte, das wird mir Probleme bereiten. Wieso kann das nicht alles sein mit Säurespeier, Steigerungssieb oder so? Irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Ein Erdbeben wird vermutlich bei weitem noch nicht besiegen. Na, und hat Mantax eine Attacke? Nein, vermutlich nicht, oder? Genau. Der schildert hier sehr genial, auf jeden Fall. Und meine KP sagen aber, dass ich auf jeden Fall noch einmal Erdbeben erreiche. Und abfangen kann er auch noch nicht. Erdbeben bei Mantax abfangen wäre natürlich... Dann müsste ich meinen Account löschen. Nein, müsste ich vermutlich nicht, aber... Mit Schlecker kann ich leider nicht viel machen. Leider überhaupt nicht viel. So, Steigerungshieb, den wir noch überleben und dann schnell rüber und hoffen, dass uns die Konter nicht auseinandernehmen. Genau. Obwohl, da kann ich dann drin bleiben. Attacke gebunkert. So. Und noch ein Steigerungshieb, den ich hier schilde. Und wenn die Sofortattacken relativ gleichmäßig ablaufen, kann ich so timen, dass er nicht abfängt. Ja, schön. Na wunderbar. Sehr gut, Schlurp. Bekommst ein Leckerli. Streck die Zunge aus. Ich gebe dir da was. Was Schönes. Gut, wäre egal gewesen, wenn er eine Attacke gehabt hätte, weil ich habe drüben noch eine volle Steinkante. Die ich natürlich auch in Iro-Keks hätte reinlanden können. Aber da war meine Befürchtung, dass er vielleicht abfängt. Und das wäre ja relativ einfach gewesen. Lag das daran? Also ich habe einen Konter zu langsam gewechselt gerade in Zapdos. Hätte ich anderenfalls runterfarmen können, wenn man sofort rübergeht, wirklich ganz schnell rübergeht? Oder nicht? Weiß ich nicht. Okay, das finde ich suboptimal, aber auch hinten drin. Von daher bleibe ich mal ein bisschen für den Schleckerschaden drin. Und mal schauen, auf welche Ladetacke du drückst. Vielleicht chill ich auch. Ich meine, seht euch die Sofortattacken an. Panzer und da blickt ja keiner durch. Gar keiner blickt da durch, wenn man hier irgendwie timen muss. So, nur Himmelsweger, okay. Und nun schauen wir da mal rein, was hier passiert. Er gibt nochmal Energie aus. Vielleicht diesmal Sturzflug und dann abhauen. Ich schilde, weil bald ist der Kampf vorbei. Jo. Sehr gut, habe ich mal was gerochen. Heftig deftig. Du Miesel. Da muss man timen. So. Ein Dummiesel. Die Counter wären effektiv. Ja, ich glaube, gegen Dummiesel wäre ich wirklich stabil. Weil der Steinhagel ist nicht so stark. Also ich rede von Zapdos. Hier bin ich mir natürlich klar, dass der Schlagbohrer effektiv ist. Bin ich mir im Klaren darüber. Ich glaube, ich könnte im Gleichstand drücken, oder? Aber, oh, doch nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und er ist schon im guten Gelben. Also wird das entweder besiegen oder einen Schild. Schild haben wir. Alles klar. Und ich werde nicht schilden. Das werde ich nicht machen. Denn ich werde gleich lachen. Weil ich hier rüber gehe. Und er erreicht noch eine Attacke, oder? Ja, mit einem KP. Mit einem. Seht ihr ihn? Leute, zoomt mal ran, holt die Lupe raus. Denn Dummiesel, er macht nun wirkliche Sachen. So richtig heftig deftige Sachen. Er macht Dummiesel nun. Schade, da hätte ich vielleicht dann doch noch drin bleiben sollen. Und nicht rausgehen. Aber er wartet noch. Oh nö. Okay. Das machen wir ein bisschen schneller. Sylord denkt sich so, hahaha, du willst ein spicy Pokémon spielen? Nicht mit mir. Alle Attacken nicht sehr effektiv gegen mich. Trau dich doch. Nahkampf? Ich bin giftig. Antikkraft? Ich stehe am Boden. Naja,
kann man nichts machen. Ich bin voll in Zapdos reingegangen, runtergefarmt, einmal geschildert. Und dann kann man das einfach in der Toilette runterspülen. Schade. Aber egal. Diesmal immerhin kein Landturn. Am Ende. Tentoxa, okay. Da will ich auch nicht mit den Kontern dagegen kämpfen. Definitiv nicht. Welche Attacken wir da haben? Vermutlich Siedewasser. Vermutlich hier kommt Siedewasser rein. Nehme ich einfach mal an. Hier muss man nicht auf Blattgeißel oder so aufbauen. Denn beide sind neutral. Und Tentoxa will ich aber eigentlich loswerden. Oh, er hat irgendwie so Blizzard-mäßig sogar aufgebaut. Ist das ein Schild wert? Okay, Siedewasser nur. Dann geht das in Ordnung. Natürlich mit der Angriffssenkung. Das war klar. So dass er hier noch überlebt. Und dieses Matchup dann gewinnt. Bestimmt. Aber je nachdem. Ah, der hatte schon viel Energie. Je nachdem kann ich dann irgendwo geschmeidig runterfarmen. Bitte nicht underchargen. Lad komplett auf, okay. Wow. Wow. Dann können wir das noch gewinnen. Sehr schön. Das geht in Ordnung. Führung noch gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich hätte runterschlecken können. Wäre vielleicht knapp gewesen. Ja, wenn ein Schlecker besiegt hätte, dann wäre das was geworden. Duodino. Da machen wir mal ein paar Konter. Ah, ich hätte eine Antikkraft noch droppen sollen, oder? Hätte ich noch machen sollen. Vermutlich. Da bin ich mir gerade unsicher, wie das wird. Wartet mal. Nach wie vielen Attacken hat Altaria immer Himmelsfähiger? Würde ich einen überleben? Soll ich direkt chillen? Ich glaube, ich muss direkt chillen. Ich glaube, ich werde hier schon direkt chillen. Aber ich sollte immer schneller zu den Attacken kommen. Nur mit dem Unterschied, eine Steinkante wird nicht besiegen. Vermutlich. Ich glaube, die Antikkraft wäre echt noch gut gewesen. Die wäre es noch gewesen. Und wir haben noch ein Duodino mit gutem Sofortattackendruck. Okay, direkt mal beide geschildert. Ich glaube, die sollte ich noch vor dir, oder? Nein! Ach komm! Was sagt der Timer? Was sagt der Timer? Kann er schon rausgehen oder kann er noch nicht rausgehen? Oh, er kann in... Oh, okay. In dieser Sekunde kann er rausgehen, wollte ich sagen. Okay, okay, okay. Und ich glaube, ich gehe direkt rüber. Und mache den hier. Gut. Ich dachte eigentlich, er würde auch sofort blind in Capuno rübergehen. Duodino, nicht Capuno. Capuno wird mich freuen. Und nun mal schauen. Energie muss er ausgeben, glaube ich. Oder auch so. Das war aber echt knapp. Das war wirklich knapp. Ein ABB-Drachenteam. Na gut. Wenn Tentoxa hier nicht... Obwohl, nein, das hätte nichts geändert, oder? Dass ich die Führung hier gewonnen habe. Ich hätte sogar lieber verloren. So dass ich runterfarmen kann. Denke ich mal. Ja, auf der anderen Seite war schon gut, dass ich mit Zapdos gegen Duodino starten konnte. Vielleicht war es auch gut, dass ich die Führung gewonnen habe. Von daher, Dankeschön für den Säurespeier. Der war wichtig und richtig. Hat viel Energie gespart, kann man dann im nächsten Kampf eventuell verwenden. Schlurp. Hä? Hört auf, er hat ein Video zu Mosquito gemacht. Bitte hört auf. Das ist direkt verloren, das weiß ich jetzt schon. Wer hat ein Video zu Mosquito gemacht? Das ist ja mal ganz nervig. Moment. Oder hat das Ding noch andere Attacken? Nö, doch nicht. Aber es möchte mich abschwächen. Ja, na, wenn wir dich hier loswerden, das würde mich freuen. Hast du noch ein paar Antworten gegen Schlurp? Ich hoffe ja mal nicht. Ich hoffe ja mal nicht. Ah, wieder der starke Kern. Verstehe, der Kampf-Drache-Kern. Vor allem mit Krypto-Dragoran. Starker Core. Schild mal losgeworden. Okay, ich wollte schon sagen, wenn Sueloat heftig ist, dann überlebt es. Aber, ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte schilden sollen. Aber dann hätte er richtig viel runterfarmen können. Aber so richtig, richtig
richtig viel runterfarmen können. Mosquito hat nur noch die Hälfte. Und wir wissen ja, dass Mosquito kein... Wow, okay, ich glaube, ich schilde doch. Niantic Internet. Seht ihr, alle Situationen in dem Video, wo ich es versucht habe, hatte ich nicht. Immer einen Schlecker davor draufgegangen. Und er so, hey, ich gönne mir heute Niantic Internet. Und ich gönn's mir nochmal. Na und nochmal. Und dann wieder Landhorn hierfür. Ich gönn mir jedes Niantic Internet, das ich nur finden kann. Sehr schade. Das ändert so einiges. Also richtig viel sogar. Aber ich freue mich gerade, dass er hier keine Energie ausgibt. Ich meine, ich glaube, ich habe dennoch verloren. So, aber okay. Okay. Wo bekomme ich dieses Niantic-Internet? Leute, helft mir bitte. Das würde mich so sehr freuen, wenn ihr mir da helfen könntet. Nein, der hat die Attacken schneller als ich. Wo bekomme ich das her? Wieso bekommen alle Leute die Attacken raus und ich nicht? So viele Body Slams, die mir hier schon durch die Lappen gegangen sind. So, nun wieder. Einen Schlecker noch und dann habe ich Body Slam. Ich weiß nicht, ob er hier schon eine Attacke ready hat. Einen Schlecker Body Slam. Bekomme ich den raus? Oh, er hat eine Attacke, okay. Aber das hätte mich nun echt interessiert, vor allem gegen diesen Kollegen, aber dann vermutlich nicht. Der hat dieses ganz stabile Internet. Na gut. Schade. Mosquito nimmt mich auseinander. Aber Zoelord war wirklich stark. Auf jeden Fall. Und noch stärker ist es, wenn ihr besondere Fähigkeiten habt. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen.